Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal mit einem Jurassic Park Reenactment bzw. einer sehr bekannten Szene, der Essensszene nach dem Raptorenangriff bzw. der Raptorenfütterung. Viel Spaß! Und wir können mehr als Eintritt verlangen, was wir wollen. $2.000 pro Tag, $10.000 pro Tag, die Leute werden es bezahlen. Und dann der Souvenirjob. Ich kann Sie da persönlich beraten, wenn Sie möchten. Donald, dieser Park wurde nicht nur gebaut, um den Superreichen was zu bieten. Ich finde, jeder auf der Welt sollte das Recht haben, sich an den Tieren zu erfreuen und sie zu genießen. Dann machen wir eben einen Tag mit reduzierten Preisen oder sowas. Ja. Der Mangel an Demut vor der Natur, der hier offen gezeigt wird, erschüttert mich. Nun, ich danke Ihnen, Dr. Malkin, aber ich finde, die Dinge liegen etwas. Ja, ich weiß, sie liegen alle noch viel schlimmer. Wir haben den Park noch nicht einmal gesehen und Donald, lassen Sie ihn ausreden. Ich möchte jeden Standpunkt hören. Ja, erkennen Sie denn nicht die Gefahr, John, die da drin steckt? Die Genetik stellt die gewaltigste Macht dar, die diese Menschheit je gesehen hat, und Sie spielen damit rum wie ein Kind, das die Pistole seines Vaters gefunden hat. Ich werde Ihnen erklären, was das Problem bei dieser Wissenschaft ist. All das ist Ihnen gewissermaßen in den Schoß gefallen. Wissen Sie, Sie haben gelesen, was andere erforscht haben, und dann haben Sie den nächsten Schritt gemacht. Das Wissen ist nicht auf Ihrem eigenen Mist gewachsen, und deshalb übernehmen Sie auch keine Verantwortung dafür. Sie stützen sich auf die genialen Fortschritte und Forschungsergebnisse anderer, um besonders schnell Ihr Ziel zu erreichen. Und bevor Sie überhaupt wussten, was Sie da hatten, ließen Sie es patentieren und vermarkten Sie und kleben eine Etikette auf eine Plastikdose und verhökern Sie. Sie verhökern Sie und wollen damit Profit machen. Ich denke, Sie verkennen unsere wissenschaftlichen Ergebnisse hier im Jurassic Park, Dr. Malkin. Das hat jemand geschafft, was noch nie jemand geschafft hat. Ja, aber Ihre Leute waren nur darauf konzentriert, ob sie es schaffen würden, ob sie es tun sollten. Die Frage stellte sich keiner. Der Kondor steht kurz vor dem Aussterben. Nein, und wenn ich auf dieser Insel Kondore erschaffen würde, hätten Sie garantiert nichts dagegen. Nein, Sekunde, dies ist keine Spezies, die der Mensch verursacht oder durch den Bau eines Staudamms ausgestorben ist. Die Dinosaurier hatten ihre Chance und diese Natur selektierte sie zum Aussterben. Diese Ansicht ist mir völlig unbegreiflich, vor allem von einem Wissenschaftler. Ich meine, sollten wir angesichts dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse untätig bleiben? Was für Sie wissenschaftliche Erkenntnisse sind, ist für mich eine Vergewaltigung der Natur. Nun, die Frage ist doch, weiß man überhaupt, wie ein nicht mehr existierendes Ökosystem funktioniert? Und wie kann man sich anmaßen, diese kontrollieren zu können? Sie haben hier Pflanzen in diesem Gebäude, die hochgiftig sind. Sie haben sie ausgesucht, weil sie hübsch aussehen. Aber das sind aggressive Lebewesen, die sich verteidigen werden, wenn sie müssen, mit Gewalt, wenn nötig. Dr. Grant, wenn es hier einen Menschen gibt, der meine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu schätzen weiß. Die Welt ändert sich so schnell, dass wir laufen müssen, um nicht zurückzubleiben. Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber sehen Sie, Dinosaurier und Menschen, zwei Spezies, zwischen denen 65 Millionen Jahre Evolution liegen, sind von jetzt auf gleich in die gleiche Zeit katapultiert worden. Wie können wir auch nur die blasseste Ahnung davon haben, was uns erwartet? Ich glaub's einfach nicht. Sie sollten hierher kommen, um mich gegen diese Figuren zu verteidigen. Und der Einzige, der jetzt auf meiner Seite ist, ist der blutsaugende Anwalt. Okay, Leute, das war's. Und bis zum nächsten Video. Abonniert, liked, kommentiert, wenn ihr wollt. Habt auf jeden Fall Spaß und bis bald. Ciao.